Ein weiterer Bereich, den ich ansprechen will, sind unsere Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und unsere Integrationsbetriebe. Diese Werkstätten waren ebenfalls mit einem Betretungsverbot belegt, was absolut nachvollziehbar war. In dieser Zeit haben die Mitarbeiter ohne Behinderung den Betrieb aufrechterhalten, zum Beispiel die Wäschereien für Krankenhäuser oder bei der Zulieferung für die Industrie, die Produkte weiterhin aufrechtzuerhalten und zu liefern. Aber schon in den vergangenen Wochen haben wir in den Werkstätten genauso wie in den Schulen eine Notfallbetreuung organisiert. So haben wir allein zum Beispiel in den Straubinger Werkstätten mittlerweile 66 Menschen mit Behinderungen, die eine Notfallbetreuung erhalten, und es wird in den nächsten Wochen noch gesteigert. Wir warten jetzt noch auf die Entscheidungen, ab wann die Werkstätten wieder ganz aufmachen und sich darauf vorbereiten, mit allen Menschen mit Behinderungen wieder die Arbeit aufzunehmen. Das wird zu Recht noch etwas verzögert, weil man hier auch wie in den Schulen schrittweise die Werkstätten eröffnen will und mehr Menschen mit Behinderungen dann aufnehmen. Aber man wird auch der Situation gerecht, wenn zum Beispiel erwachsene Menschen mit Behinderungen nicht in Wohnheim, sondern in der Familie wohnen, dass diese Betreuung auf Dauer nicht mehr geleistet werden kann. Und diese Menschen hat man dann früher in die Werkstätten das Betreten ermöglicht und auch wieder das Arbeiten ermöglicht. Also sehr individuell angepasste Konzepte.